Darf ich André auf die Bühne bitten? André Ziemann. Die erste Schwierigkeit, die ich grundsätzlich habe in der Diskussion, ist ein unterschiedliches Grundverständnis darüber, wo wir uns hinbewegen, wo uns unsere Organisation hinbewegt, wo sich die Industrie hinbewegt, wo sich die äußeren Umweltfaktoren auf mich auswirken, auf die Organisation, auf die Firma etc. Deswegen einmal dieses kleine Beispiel, nicht aus meiner Industrie, sondern aus einer Industrie, mit der wir uns, jeder von uns, früher oder später irgendwann mal beschäftigen, nämlich aus der Musikindustrie. Die Musikindustrie hat sich sehr gewandelt in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Angefangen 1948 mit der Langspielplatte, ich bin tatsächlich noch damit groß geworden, komme auch eigentlich aus dem Osten, da hielt alles immer etwas länger. Mittlerweile ist es ja doch so, dass es sehr, sehr schnelllebig geworden ist. 1963 wurde dann die Kassette erfunden sozusagen und hat einen Einzug gehalten mit dem Tape, mit dem Walkman etc. Gibt es bei mir auch noch zu Hause, meine Kinder haben noch Kassetten, die sie hören und immer wieder rauskam. Es ist unglaublich, dass manche Standards immer noch Bestand haben, gerade aus den älteren Zeiten. 1982 dann die CD, die Digitalisierung, die Einzug gehalten hat. Auch zu dem Zeitpunkt sicherlich ein deutliches Breitenwachstum erreicht hat in der Industrie. Und dann begann eigentlich mit der Digitalisierung eine Beschleunigung in dem gesamten Prozess. Und das hat man dadurch gesehen, dass zum Beispiel über die Piraterie, über das File-Sharing Dateien zur Verfügung gestellt wurden und irgendjemand hat sich dann gedacht, da kann ich ein Geschäft draus machen und dieses Geschäft tatsächlich legal aufziehen. Und das ist Apple gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt, die ihre iTunes etabliert haben. Ich muss sagen, ich habe die CDs mir von Freunden geliehen, wir haben sie gerippt und wir haben uns die Dateien runtergezogen, die wir brauchten. Sind keine Polizisten hier, oder? Nein. Okay. Also wir sind selber Konsumenten gewesen und als Nutzer haben wir eigentlich schon damals erkannt, wir möchten gar nicht die CD haben, ich möchte die Musik haben, ich möchte die Dateien haben. Nun, es ging zu dem damaligen Zeitpunkt technisch noch nicht anders. Im Grunde genommen ging es mir auch gar nicht um die Dateien. Es ging mir darum, Musik zu hören. Richtig? Wir schalten das Radio an. Gut, Radio kommt immer das, was gerade kommt. Das kann ich mir nicht aussuchen. Das war dann der nächste Schritt. Die Streaming-Services. Ich stelle mir meine eigene Playlist zusammen, wann ich will, wo ich will. Solange wie ich eine Internetverbindung habe, habe ich immer die Möglichkeit, mir das anzuhören, was ich gerne möchte. Das ist so ein bisschen der Wandel, der sich in der Musikindustrie vollzogen hat. Nun, das sind völlig unterschiedliche Ansätze, die wir hier haben. Das ist ein komplett neues Ökosystem. Man kann das einseitig betrachten, tatsächlich ist es aber kompliziert und komplex in beiden Ausrichtungen. Es gibt ein technologisches System, das hinterliegt. Zum einen ist es natürlich, dass wir uns von analogen Speichern zu digitalen Informationen, zu digitalen Daten hin entwickeln. Die Waren, die wir vertrieben haben, Vinyl und die Kassetten, die CDs etc., das ist Hardware. Auf der Hardware befindet sich auch in digitaler Form bereits Software. Und im Endeffekt sind es tatsächlich virtuelle Güter, die ich erwerbe, die ich auch im Internet erwerbe. Das Produktsystem. Es gab Produkte früher, es gab Schallplatten, die ich gekauft habe, es gab verpackte Kassetten, die ich erworben habe von verschiedenen Interpreten. Das bewegt sich hin zu einem hybriden Produkt-Service-Gemisch, das ich dann anbiete und im Endeffekt auf einer Streaming-Plattform eine reine Dienstleistung, die im Hintergrund läuft und die ich abfrage, die ich konsumiere. Das ist zum Beispiel auch das Distributionssystem. Ich gehe in den Laden und kaufe mir meine Produkte dort, meine Hardware-Produkte. Im Endeffekt ist es so gewesen, dass irgendwann ich in den Laden gegangen bin, habe mir meine CDs angehört,
Und dann bin ich auf Amazon gegangen und habe sie mir dort bestellt. Warum? Ist günstiger. So, der nächste Schritt des Ökosystems, das sich verändert. Das hat dann irgendwann nicht mehr gereicht, also gehe ich auf die Download-Plattform und lade es mir runter und mittlerweile lade ich gar nichts mehr runter. Ich streame die Musik. Und auch kommerziell gesehen hat sich eine Änderung ergeben. Es bewegt sich von einem Kauf ursprünglich, ich erwerbe Güter, ich binde mich an etwas, zu einem Abonnement. Ich nutze es so lange, wie ich es nutzen will. Wenn ich es nicht mehr brauche, habe ich mich nicht gebunden. Auch das Prinzip hier in unserer Gesellschaft, die sich immer wieder reflektieren in das, was wir tun. Das ist ein Beispiel aus der Musikindustrie. Das ist tatsächlich größtenteils universell anwendbar. Und ich habe festgestellt, wenn ich dieses Beispiel benutze, mit unterschiedlichen Industrien mich unterhalten, sagt jeder, das habe ich auch. Diese Änderungen, diese Veränderungsprozesse in den unterschiedlichen Aspekten, die haben wir in den meisten Industrien tatsächlich alle vorrätig. Nun, als Organisation und als Industrie befinden wir uns momentan in einer sehr starken Transformationsphase. Eigentlich die stärkste Transformationsphase, die wir bislang erlebt haben. Störungen im Alltag, die wir haben, Disruptionen, Veränderungen sind alltäglich. Es ist das Normale. Also ich bekomme jeden Tag Störungen, ich bekomme jeden Tag äußere Einflüsse, die mich zwingen, darauf zu reagieren. Und zwar in sehr hoher und in einer sehr großen Schnelligkeit. Beispiel. Meine Tochter ist 12 Jahre alt, Emi. Und Emi hat ein iPhone. Sie benutzt das ganz gerne. Und ich bin ja ein sehr moderner Vater, ich bin ja hip, ich kann ja damit sehr gut umgehen. Emi erklärt mir also irgendetwas, was sie mit dem iPhone macht, eine neue App, fantastisch, und Papa, guck mal hier, und was man damit alles machen kann. Ich schaue mir das an, ich setze mich damit anderthalb, zwei Wochen auseinander, ich kenne jede Funktion. Ich kenne jede Anwendungsmöglichkeit, ich weiß, wie das Ding funktioniert. Wir sitzen beim Frühstück zusammen, morgens früh, und das Thema kommt irgendwie in die Richtung, und ich sage, mit der App, da kannst du das ja so und so und so machen und so weiter. Und dann guckt sie mich an und sagt, Papa, die ist total out. während ich mich noch damit beschäftigt habe, hat sich tatsächlich die Welt um mich herum ein Stückchen weiter gedreht und ich bin stehen geblieben. Vielleicht war ich genauso, wenn man meinen Vater fragt, ja. Vielleicht kennen Sie auch ähnliche Ereignisse in Ihrer Umgebung. Standards haben eine geringe Halbwertszeit heutzutage. Die Standards, die wir damals hatten, Vinyl gibt es noch. Also die Langspielplatte mit qualifizierten Equipment hat sich immer noch gehalten. Es gibt Liebhaber. Die Kassetten gibt es tatsächlich auch noch. Alles andere verschwindet so langsam. Selbst Beziehungen sind heutzutage kein Bund mehr fürs Leben. Selbst Beziehungen sind Abschnittsorganisationen größtenteils geworden. Es ist etwas schwer zu sehen und es ist eine emotionale Blockade, die wir damit verbinden teilweise. Aber die Realität zeigt es so, dass man doch damit wesentlich schnelllebiger und unbindender umgeht als mit der gesamten Situation. Veränderungen haben aufgehört, allmählich zu passieren. Veränderungen passieren plötzlich. Sie kommen, sie sind da, stell dich drauf ein. Das sind eigentlich die starken Herausforderungen, mit denen wir uns auch täglich in der Geschäftswelt konfrontiert sehen. Und Veränderungen kann man miteinander kombinieren. Im unglücklichsten Fall treffen drei Veränderungen aufeinander und wirken exponentiell. Dann hat sich mein Morgen, meine Zukunft komplett gedreht. Von heute auf morgen ist meine gesamte Basis, mein Wissen, alles, was ich angehäuft habe, nahezu hinfällig. Das sind die Schwierigkeiten, mit denen wir umgehen. Und man muss diese Veränderungsprozesse sehr aktiv angehen. Ich sage bewusst nicht agil, ich habe schon gemerkt, das ist ein schwieriges Thema hier in dem Gremium. Alles, was in der Vergangenheit isoliert war, alles, was alleinstehend war, ist heutzutage eigentlich vernetzt. Autos, Parkplätze, Leitsysteme, Flughäfen, außer Berlin, Brandenburg vielleicht.
Meine Frage, benutzt einer von Ihnen, ich habe hier selber so ein Teil Fitbit Polar, so ein Tracking-System, scheuen Sie sich mal nicht, benutzt das einer von Ihnen? Ja, es gibt einige, okay, relativ wenig. Wenn ich mit den Technologiekonzernen spreche zum Beispiel und so eine Frage stelle, dann melden sich 80% der Leute. Auch ganz interessant. Ja, selbst Körper sind vernetzt heutzutage. Die Informationen werden dort alle zusammengesammelt, etc. Die Frage, die sich mir stellt dabei, ist, wo letztendlich der Mensch seinen Platz finden wird und wo der Wert herkommt, den der Mensch hat. Und ich glaube, der Wert kommt daher, oder der Mensch findet den Wert dort, wo nicht automatisiert werden kann. Dort, wo nicht digitalisiert werden kann, werden wir mehr und mehr Mehrwert durch den Menschen, durch den Mitarbeiter auch finden. Ethik, Kreativität, Fantasie, Emotion, Intuition sind Sachen, die man nicht simulieren kann. Es sind Sachen, die Maschinen nicht können. Noch nicht. Ich weiß nicht, ob sich irgendwann etwas entwickelt. Aber das sind Themen, mit denen wir uns dort tatsächlich auseinandersetzen. Ich habe Mitarbeiter, die fragen mich, wann übernimmt ein Roboter meinen Platz? Ist eine berechtigte Frage. Ich kann ihm nicht sagen, das wird nicht passieren. Den Platz, den er heutzutage ausübt, den wird sicherlich niemand übernehmen, weil seine Rolle verändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Aber tatsächlich werden Roboter vielfach Aufgaben übernehmen, mit denen wir arbeiten. Das ist auch unsere Intention, zu automatisieren, Prozesse zu verbessern, wo Prozesse verbessert werden können, sie zu verschlanken und die Menschen im Endeffekt dorthin zu bringen, wo sie noch den Mehrwert generieren können. Das ist auch kein negativer Ansatz, denn ich bin der Meinung, wenn wir den Menschen oder bestimmte Positionen ersetzen, können wir uns auf Sachen fokussieren, die wir früher nicht gemacht haben. Einer der Gründe, warum es momentan so schnelllebig ist, ist, dass wir nicht mehr 98% unserer Energie dafür verwenden müssen, operative Aufgaben zu tätigen. Wir denken, wir schaffen. Wir haben neue Ideen, wir bringen neue Kreativität ein. Es ist so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Wir laufen in dem Zyklus aktuell mit. Die Menschen repräsentieren das Warum von Veränderungen und die Technik erklärt uns, wie das Ganze funktioniert oder unterstützt uns dabei, wie das Ganze funktioniert. Das ist das hybride System, in dem wir momentan arbeiten und das wir versuchen, zu schaffen, gerade in Industrieumgebungen, gerade in Technologieumgebungen wie meiner, wo ich arbeite, bei einem japanischen Konzern. Wir alle wissen, Veränderungen passieren entweder dir oder durch dich. Das sind die zwei Möglichkeiten, die du hast. Entweder du treibst die Veränderung oder sie kommt, ob du willst oder nicht. Du kannst dich hinsetzen und sagen, heute keine Veränderung. Es wird nicht passieren. Irgendwer wird das treiben. Also treib lieber selber. Das ist ein Ansatz, den wir bei uns haben. Das Gleiche passiert mit der Zukunft. Im gleichen Maße gilt das hier tatsächlich. Die Zukunft passiert nicht, die wird passiert. Jemand arbeitet bereits an deiner Zukunft. Was passieren wird, sind auch in der Geschäftswelt ganzheitliche Geschäftskonzepte, werden Erfolg haben, die das Lernen wird sich verändern, es wird sich orientieren auf just in time und nicht just in case. In der Vergangenheit haben wir uns darauf vorbereitet, jetzt wissen wir, was kommt und jetzt wird es passieren. Mittlerweile ist es so, wir bekommen den Input, lerne es jetzt, wende es an, solange wie es dauert und dann lerne neu. Sicherlich auch ein Thema für Agilität. Die Herausforderungen, die wir aktuell haben, in einer Geschäftswelt, in der eigentlich alles verbunden ist, in der alles versucht, sich selber zu automatisieren, in der wir uns wirklich nach vorne treiben gegenseitig, gibt es eigentlich nur noch eine Variable. Und diese Variable ist der Mensch. Diese Variable ist der Mitarbeiter, der im Unternehmen ist, der das Unternehmen steuert und der dafür sorgt,
dass die Komponenten alle miteinander funktionieren. Und ich denke mal, das ist auch einer der Ansätze, die Sie hier sicherlich heute diskutieren werden. Habe ich noch 5 Minuten? 3? Ja. 3. Dann möchte ich Ihnen noch gerne ein kleines Beispiel mitgeben. Ist Ihnen aufgefallen in der Medienindustrie, wie viele Comics momentan verfilmt werden? Von Marvel, also Hulk, Spider-Man, die ganzen Marvel-Comics, die momentan dort sich als Superhelden sozusagen positionieren. Wir suchen tatsächlich immer nach dem nächsten Superhelden, auch in unserer Organisation, der eine komplizierte, Jakob hatte das schön dargestellt, eine komplizierte Lösung hat. Jemanden, der ein Spezialist ist, jemand, der für eine spezifische Problematik eine spezifische Lösung findet. Was sich mittlerweile auch gedreht hat, ist, es gibt nicht nur die einzelnen Comichelden, es gibt die Comichelden, die zusammenarbeiten. Warum? Weil die Anforderungen und die Bedrohungen aus der Außenwelt mittlerweile so groß sind, dass ein Spider-Man das alleine gar nicht mehr schafft. Nee, der braucht noch 5 andere, die ihn dabei unterstützen. Und das sind die X-Men, das sind die Avengers. Tatsächlich kann man öfter mal aus der Medienindustrie Ängste und Bedrohungen unserer Gesellschaft reflektieren. Auf ganz surreale Art und Weise. Aber damit ist das tatsächlich auch ein sehr interessantes Thema, das dort einmal reflektiert zu sehen, dass selbst ein Superheld nicht mehr in der Lage ist, alle Aufgaben zu bewältigen, besonders nicht, wenn sie sehr komplex sind. Okay. Vielen Dank. Thank you.